Wie wunderbar, ich habe im letzten Video endlich Zapdos gefangen. Was war das nur für eine mühselige Arbeit. Und das ist ein Doppelvideo geworden. Ich musste es am Ende in zwei Teile schneiden. Tut mir echt leid. Und ich habe mir einen Spitznamen für Zapdos überlegt. Yummy! Ein Charakter aus Tolofu, oder wie es bei uns heißt, Love Trouble. Ein sehr geiler Manga. Oh, endlich aus dem Kraftwerk raus. Frische Luft. Das erste, was ich mache. Yep, ich fliege nach Azuria City. Was ich davor habe, naja, vielleicht könnt ihr es euch schon denken. Genau, erstmal gehe ich hier rein. In das nette Häuschen mit dem roten Dach. Lasse meine Pokémon heilen. Dum, 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 dum. Dum, da, da, dum. Yep, Pokémon sind ja topfit. Yep, ich komme wieder. Vielleicht nicht in dieses Pokémon Center, aber in irgendein anderes auf der großen weiten Welt. Okay. Box 2. Tut mir leid, Paras. Es ist jetzt soweit. Du wirst abgelegt. Und Yami wird mitgenommen. Mein Team ist endlich komplett. Yotsuba, Yue, Tsuya, Kitsune, Noloka und Yami. Ihr seid meine 6 Elite-Mormon. So, mein Team ist komplett. Und ich wollte noch etwas nachschauen, da ich schon mal hier bin. Nur zu dumm, dass ich jetzt keinen Zerschneider mehr habe. Ja, verdammt. Ich will aber auch jetzt keinem meiner Team-Pokémon Zerschneider beibringen. Das ist so eine schwache Attacke. Warum kann man auch VMs nicht einfach wieder so vergessen? Wie frustrierend muss das gewesen sein, wenn man im Original Rot und Blau Spiel sein Pokémon eine VM-Attacke beigebracht hat, die total nutzlos ist und da kann man sie nicht wieder vergessen. Hey, wie ist es Pipi ergangen? Ich frage mich, wie weit es gestiegen ist. Es ist 24 Level gestiegen, Respekt. Yep, du bist fantastisch. Aber bald zurück doch eine Weile. Wenn ich das Let's Play beende, gucke ich nochmal vorbei und dann schauen wir mal, wie es sich gemacht hat. So, und Yami kann, so wie es aussieht, keine einzige Elektroattacke aus der Donnerwelle. Wollen wir nochmal schauen, ob wir da nicht Abhilfe schaffen können. Okay, Donner ist... Na, Donner ist jetzt nicht gerade mein Liebling unter den Attacken. Ist zwar stark, aber es trifft kaum. Schockwelle! Fürs Erste reicht das. Yep, Schockwelle, aber zu. Also ich hör zu, war. Yami! Yami kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Was kann immer weg? Das kann weg, das benutze ich sowieso nie. Puff! Und Yotsuba! Wieso sage ich Yotsuba? Das ist Yami! Yami lernt Schockwelle. Ich bin immer noch total Yotsuba geflasht, deshalb sage ich ständig Yotsuba. So, Team ist vollständig. Wo gehe ich als nächstes hin? Wohin führt mich der Weg nun? Wohin wird meine abenteuerliche Reise gehen? Und ich würde sagen... hierhin. Denn ich habe auf einer Route noch eine ganze Menge Trainer zu besiegen. Und... vor allem Yue braucht Training. Klingeling! Wir sind auf dem Weg. Na, 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 na. Da, da, da. Ah, was für eine schöne, entspannende Radtour. Hi Leute, wie geht's? Und ab da unten. Ich habe mich hier schon ein bisschen vorgetastet. Aber hier wartet doch eine Menge Arbeit auf mich. Habe ich schon gegen dich gekämpft? Jo, habe ich. Gegen dich auch? Ne, gegen dich nicht. Man hat gesagt, ich bin gut dafür, dass ich ein Kind bin. Echt? Dann überzeug mich doch mal davon. Ich würde nämlich mal plump das Gegenteil behaupten. Susi. Und du hast viel zu viele Mormon. Jetzt sage ich, du hast nur Taubsi. Du bist ja fast so schlimm wie dieser eine Carpodder-Trainer. Musik.
Oh, Pikachu. Oh, das ist ja doch andere Bohrmann. Das macht dann Zuria. Und dann nehme ich Rock Slide. Au! Spüre die Konflex des Grauens und Feuerke daran! Und Mauzi, oh, du hast ja doch ein gut gemischtes Team. Du bist wenigstens nicht so wie diese Trainer, die alle dieselben Pokémon im Team haben. Und Radfratz. Oh, Radfratz. Wieso nimmst du Radfratz ins Team? Der kleine Beißer kann doch gar nichts ausrichten. Mäh. Sorry, kleine Ratte. Mäh, genau. Warum hast du zwei Mauzis? Eins hätte doch locker gereicht. Und ich gewinne gegen Susi. Oh, ich hab verloren. Tja, man verliert halt mal, ne? Das gilt aber nur für euch und nicht für mich. Oh, so viele Trainer hier. Ich habe irgendwie überhaupt keine Lust darauf. Ist hier was? Yeah, PP ab. PP ab, PP ab. Wie mache ich das mal? Nein, ich will nicht Schaufel einsetzen. Ich will, dass Juro und Zuria zusammenkämpfen. Oh, ihr gehört gar nicht zusammen. Und ich dachte, jetzt kommt wieder ein Doppelkämpfchen. Lola. Und ich dachte, Mädchen mögen keine Ratten und Mäuse. Man lernt nie aus. Man lernt nie aus. Und Pikachu! Pikachu! Oh. Tut mir fast schon leid, dass ich dich besiegen muss. Aber nur fast. Ah, komm. Ob das Radfatz jetzt für einen Levelanstieg reicht? Tadadadam, hat gereicht. Wow. Ich bin überrascht. Und Lola besiegt. Aha, du kleines Biest. Ja. Okay, weiter. Möchtest du kämpfen mit meinen Pokémon? Ja, warum nicht? Kann die Erfahrungspunkte immer gut gebrauchen. Oh, du hast Pipi. Das erinnert mich an meinen Pipi, das in der Pension verrottet. Irgendwann hole ich es aber mal wieder raus und dann entwickle ich es. Und Mauzi. Miau. Und so war auch dieser Kampf kein Problem für mein großartiges Momo-Team. Es ist schon vorbei? Yep. Freudig musstest du nicht allzu lange leiden. Oh, Picknicker. Wow, deine Ohren sind so cool. Ja, mir fehlt nur noch ein einziger. Da kann ich die Pokémon-Liga herausfordern. Oh, ein Quapsel. Wie niedlich. Aber das ist leider nichts weiteres als Vogelfutter für Juhe. Und Poliwag. Das ist Quap... Nee, Quapuzzi. Nee, was rede ich? Ah, das ist Quapsel. Quapsel, Quapsel. Warum komme ich bloß mit den englischen Namen von Quapsel und seiner Entwicklungsstufe nicht klar? Na, na, na. Wie viele Trainer sind denn hier noch? Und ich habe keinen Zerschneider mehr. Kein Zerschneider mehr. Nein, Biker! Nein! Ich will dich nicht mehr sehen. Ich hab noch genug von dir. Picknickerin. Ja, deine süßen Pokémon haben keine Chance gegen meine harten Pokémon. Und sie hat 4 Pokémon. Nein. Ach nein. Das macht doch so keinen Spaß.
Ich glaube, ich mache das lieber so, dass ich die ganzen Trainerkämpfe auf dieser Route außerhalb des Let's Plays mache. Da verpasst ihr sowieso nichts Spannendes. Ah, ich weiß nicht. Ich lasse eigentlich nur ungern was aus. Taubsi, ja. Komm, mach ein bisschen Turbo. Ich habe nur noch 20 Sekunden. Nein, 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 ich will nicht. Jetzt habe ich Mist gebaut. Okay, okay. Und im nächsten Video gebe ich dann diesem Tauboga den Gnadenstoß. Freut euch drauf.